So, das ist ja die Kamera, die jetzt aus dem Adventskalender im Dezember kam. Ich habe ja selber zusammengebastelt. Ich erkläre mal kurz die Funktionsweise. Also hinten ist natürlich der Film drin. Das ist jetzt zu. Wenn ich glaube, hier dran drehe, genau, dann dreht sich dieses Rädchen und das hier. Der Film wird hier weiter aus der Patrone gezogen. Immer wenn ein Pfeil auf den nächsten zeigt, haben wir wieder ein Bild. Hier oben kann man durchschauen. Da sieht man dann die Straße zum Beispiel. Das guckt quasi hier durch das erste Objektiv durch. Deswegen ist das auch so weit offen, damit wir einen schönen hellen Sucher haben. Hier unten wird dann das Foto gemacht, aber erst wenn ich den Hebel betätige. Die Belichtungszeit und die Blende ist fest. Man kann also nichts machen, außer klack und das Foto machen, das war's. Schauen wir mal, was wird, oder? Das Weirde hier ist, es ist alles spiegelverkehrt. Ja? Das heißt auch die Achse, wenn man so dreht, ne? Das ist richtig verwirrend, da muss man erstmal drüber nachdenken. Aber okay, ich mache jetzt das erste Bild. Wow. Warte mal. Das war's. Und jetzt drehen. Nächstes Bild.